Willkommen, meine Damen und Herren, zu meinem Podcast Narzissmus, narzisstische Persönlichkeitsstörung, narzisstisches Beziehungsmuster, wie Narzissten arbeiten. Das ist das Thema unseres jetzigen Aufsatzes. Wir müssen einmal in die Mechanik, in die Grammatik dieses narzisstischen Verhaltens schauen, auch damit wir uns selber wappnen können gegen solche Übergriffe, gegen solche Menschen. Denn es ist sehr kennzeichnend. Man muss allerdings die Regeln kennen, um es zu erwischen. Ja, der Kern des Wahnsinns ist eigentlich kein besonders großer. Denn das kann man in einen Satz zusammenfassen. Ein Narzisst hat keine Gefühle. Punkt. Das liegt daran, dass der Narzisst, wenn es denn eine wirkliche Persönlichkeitsstörung ist, eine Psychopathie, das ist mittlerweile nachweisbar, dass im Gehirn substanzielle Schädigungen vorliegen. Das heißt, dass er weniger graue Hirnsubstanz hat als ein normaler. Das ist insbesondere in der Rinde deutlich messbar. Dort liegen aber wichtige Zentren zur sozialen Steuerung, wie soziale Intelligenz, emotionale Intelligenz, Empathie, Mitgefühl, Interesse, verknüpftes Lernen, aus Erfahrungen lernen, aus Fehlern lernen und auch das Triebverhalten, Angst, Furcht oder solche Sachen wie Respekt und gesellschaftliches Sozialgefühl, das ist dort gespeichert und bei einem Narzissten und Psychopathen gestört. Narzissten haben zumeist keinerlei Gefühle. Es ist immer sehr stark eingeschränkt, immer. Und das ist auch das, warum diese Probleme in die Beziehungen hineinkommen. Jemand, der keine Empathie besitzt, ist kein soziales Wesen. Das ist ein Zombie. Das heißt, eine Person, die in den Fokus einer narzisstischen Person tritt, ist immer nur eine sogenannte narzisstische Zufuhr. Eine Energiebatterie, eine Tankstelle für Spiegelung, Reflexion, Reaktion und irgendetwas, was ihm Energie verschafft. Nicht wahr? Oder eben, wenn er angepisst ist, ist der andere auch ein Punching Ball, an denen er sich austobt. Das ist seine Nahrung. Dazu benutzt ein Narzisst Menschen. Und man kann sagen, er benutzt Menschen. Er plündert sie aus. Er instrumentalisiert sie. Er missbraucht Menschen. Für seine eigenen Zwecke. Und da er keine Gefühle hat, fällt ihm das auch nicht auf. Es geht ihm alleine um eine Reaktion auf ihn und egal, ihm ist es völlig egal, ob die positiv oder negativ ausfällt. Hauptsache, er kriegt einen Kick. Mehr will er nicht. Ein ausgewählter Partner ist immer nur ein Wirt und wird auch so behandelt. Wenn er gutes Futter gibt, wird er idealisiert, wenn er nichts auswirft, wird er abgewertet. Punkt, fertig, Narzisst, fertig. Psychopathen handeln in, das heißt so in der Psychologie, libidöser Selbstumkreisung, ja, Selbstbezogenheit. Das heißt, sie haben ausschließlich Wahrnehmung auf ihre eigenen Aufwallungen und Emotionen. Emotionen haben die schon, ja, verletzt sein, aber das sind meistens Emotionen zweiter Klasse. Da handelt es sich um verletzt sein, verärgert sein, rachsüchtig sein, depressiv sein. Das sind Gefühle zweiter Klasse. Das ist das, was Narzissten sehr wohl haben. Und das ist auch das, worauf die reagieren. Man kann sagen, wenn ein Narzisst verliebt ist, ist er verliebt in das Gefühl, sich wie ein verliebter Gockel aufzuführen und nicht in die Frau. Die Frau sieht er eigentlich gar nicht. Er reagiert auf etwas, was sie ihm bietet. Und in das verliebt er sich, wie er glaubt. Ja? Und wenn überhaupt, ist er verliebt in sein eigenes verliebtes Selbst, das all diese tollen romantischen Dinge tut. Er gockelt er. Das heißt, er holt sich mit seiner sogenannten Verliebtheit eigentlich die ganze Zeit selbst einen runter und verschafft sich daraus die bedringende
narzisstische Zufuhr letztendlich selber. Wir werden das im narzisstischen Zirkel noch beleuchten, wenn es hier um das Lovebombing geht, um diese Überidealisierung, um diese Überromantisierung, diese Überliebe. Das ist ein narzisstischer Kick, mit dem er sich etwas abzieht. Und die Frau denkt die ganze Zeit, boah, der liebt mich so, der feiert mich. Nein, der feiert sich selbst. Das heißt, alle, mit denen er zu tun hat, ist für einen Narzisst ein vollkommen austauschbares Objekt. Das heißt, und das klingt jetzt wirklich übel, aber es ist wahr, nichts, was ein Psychopath an positiven oder negativen Dingen gegen uns loslässt, sollte man je für bare Münze nehmen. Es gründet sich auf keine Wahrheit, auf keine Realität. Es gründet sich darauf hin, was er sich ausgerechnet hat, was er haben will. Aber es gründet sich nicht auf uns. Das heißt, er wird uns rücksichtslos auszapfen, bis es nichts mehr zu holen gibt, und dann wird er sich abwenden und sich einem neuen Wirt zuwenden. Das ist der narzisstische Zirkel. Und das funktioniert so gut, weil er ja eiskalt und von irgendwie jeglichen Gefühlen und Moral unberührt ist. Darum hat er auch keinen Respekt. Respekt gründet auf dem Gefühl, jemanden respektieren zu wollen, jemanden als gleichwertig wahrzunehmen und das Gefühl zu haben, du bist okay, ich bin okay. Dann kommt Respekt. Das hat er aber nicht. Der lebt nach einem ganz anderen Skript. Der sagt, ich bin grandios und du bist, tja, du eben, ne? Lass dich schmücken mit meiner Nähe. Dann wird vielleicht noch was aus dir, wenn du dich mit den richtigen Leuten umgibst, ja? Unter diesen Aspekten muss man das Folgende aufnehmen, denn dann bekommt es erst seine korrekte Färbung und Wertigkeit. Es ist egal, ob wir einen Psychopathen hier um uns haben oder einen Narzissten, ist völlig egal, die Wirkung, die krankmachende, schädigende Wirkung auf uns ist immer dieselbe. Und es ist immer extrem schädlich, mit einem Psychopathen zu tun zu haben. Immer. Das kann nicht gut ausgehen. Ja? Und die Frage, die an der Stelle halt auch immer wieder kommt, ist Narzissmus heilbar? Es handelt sich um eine sogenannte Ich-Spektrum-Störung, das ist eine Persönlichkeitsstörung mit starken Beeinträchtigungen im Denken, Wahrnehmen, Handeln und Fühlen. Und diese Beeinträchtigungen können einen erheblichen Krankheitswert haben, den die Erkrankten aufgrund dieser Störung aber eben nicht wahrnehmen können. Das heißt, die haben keinen Anlass zum Psychologen zu gehen. Mit denen ist hier alles in Ordnung. Wer am Psychologen hinterher sitzt, sind wir. Es ist wirklich wahr. Das heißt, die Themen, die in einer Therapie überhaupt greifen könnten, sind Themen, die dem Psychopathen gar nicht zugänglich sind. Der ist wie blind. Dem fehlen keine Gefühle, weil er kennt das gar nicht. Ja? Der fühlt sich wohl, dass er halt einfach so von der Hand in den Mund handeln kann und keinerlei moralischen Beeinschränkungen einliegt oder war das jetzt in Ordnung oder wie fühlt er sich? Egal. Der handelt halt. Man sagt heute leider, die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist nicht heilbar. Bei entsprechender Mitarbeit des Patienten jedoch verhaltenstherapeutisch in ihren Wirkungen mildernd ansprechbar. Achtung, ein Psychopath, der verhaltenstherapeutisch angesprochen wird, ist trotzdem ein Psychopath. Das ist ein Psychopath mit einer Verhaltenstherapie. Möglicherweise adaptiert er seine Wirkungen und Handlungen besser als an sein Umfeld, weil er dann auch einfach effektiver wird in dem, was er bekommt. Aber er bleibt dennoch immer ein Psychopath. Und das bleibt er deswegen,
weil auch keine Therapie dieser Welt einem emotional reduzierten Gefühle hinzufügen kann. Hinzufügen. Wo nichts ist, da ist nichts. Die nächste Frage ist, ist die Cluster-B-Störung heilbar? Die narzisstische Persönlichkeitsstörung gehört zu dieser sogenannten, zu diesem Cluster an Persönlichkeitsstörungen. Zu denen gehört auch noch die histrionische, die ängstlich vermeidende, die passiv-aggressive und auch die emotional instabile Persönlichkeitsstörung, die wir meistens unter Borderliner kennen. Das ist der Cluster B. Das sind Menschen mit starken sozialen und emotionalen Einschränkungen, zu denen eine normale Beziehung in aller Regel überhaupt nicht möglich ist, weil dort eine ganz große Zerstörungskraft innewohnt. Ja. Antwort dieselbe. Nein, ein Psychopath bleibt ein Psychopath, weil der hat einfach einen Schaden am Hirn. Letztendlich kann er gar nichts dafür, dass er irre ist. Man kann ihm eigentlich keinen Vorwurf machen. Er verhält sich für seine Strukturen. Logisch. Nur, dass es uns andere schädigt. Auch ein Borderliner kann man ein wenig ansprechen. Das Problem gerade mit dem Borderliner ist, dass Borderliner aufgrund ihrer Gehirnanomalie nicht die Möglichkeit haben, aus Erfahrungen zu lernen. Ja, die machen immer die gleiche Scheiße in immer der gleichen Art. Die sind nicht in der Lage zu reflektieren. Stopp! Den Scheiß hast du letzten Mittwoch schon gemacht. Ist nicht gut gewesen. Einfach mal Fresse halten. Das kann ein Borderliner nicht. Der handelt in größter Selbstherrlichkeit und Selbstgerechtigkeit immer wieder aufs Neue. Darum ist eine Beziehung zu einem Borderliner in aller Regel nicht möglich. Fehlende Gefühle kann man nicht hinzufügen. Eskalierende Gefühle, die nicht lernfähig sind, kann man nicht zügeln. Also nicht heilbar. Menschen, die keine Gefühle haben, sind letztendlich keine Menschen. Das sind Subjekte, das sind soziale Raubtiere, Kreaturen, die auf jede Art von Köder spekulieren würden, wenn sie nur sicher sind, dass ihr da aufbeißt. Ja? Ihr seid eine Quelle, ein Wirt, eine Zapfsäule, eine Tankstelle, sonst seid ihr nichts und ihr werdet geködert. Man darf im Umgang mit Psychopathen oder Narzissten niemals von sich selber ausgehen, weil wir fühlen menschlich, wir haben Mitgefühl, wir haben soziale Intelligenz, wir reflektieren, wir denken, wir lernen aus unseren Erfahrungen. Das ist etwas, das tun die nicht. Das ist uns nicht verstehbar. Wenn wir sagen, der kann doch nicht, der Psychopath sagt, ich kann nicht nur, ich habe schon und ich will das auch und ich mache es morgen gleich nochmal. Das ist der Psychopath. Man darf nicht den Anspruch haben, die eigene gesunde Messlatte an einem Psychopathen oder Narzissten anzulegen, um sie einzuordnen oder zu verstehen. Da gibt es nichts zu verstehen. Wenn man begriffen hat, wie sie arbeiten, dass es ihnen allein nicht um sich und einen energetischen Gewinn geht, um eine Reaktion, eine Reflexion, um eine Identifikation, um das Nähren ihres kaputten Selbstwertes und das Auffüttern ihres geschredderten Egos, dann weiß man, wie man sich mit ihnen auseinandersetzen muss. Dass sie auch ein immer ausuferndes Verhalten auf Kritik haben. Dem kann man ja dann möglicherweise entgehen, wenn man auf diese Szene, die darauf folgt, keinen Bock hat. Super. Du, ich muss aber auch los, darüber reden wir nächste Woche nochmal, ne? Mach dir doch mal Gedanken, bleib da mal dran, das ist eine Tipp-Top-Sache. Narzissten, Psychopathen sind immer mit einer Palette an einzig hochnegativen Gefühlen unterwegs. Wut, Neid, Gier, Angst, Hass, Rache. Und die meisten haben auch noch eine heimliche Depression, weil sie einfach irgendwo merken, dass sie nicht dazugehören, dass sie nicht reinpassen, dass sie abstoßen, dass irgendwie nicht wirklich eine echte Wärme ab,
federt, aber sie wissen nicht, wo der Fehler liegt und dass der Fehler sie sind. Wenn man das weiß, kann man sie relativ zielsicher entdecken. Denn das sind keine Dinge, die mal zufällig ebenso nebenbei passieren. Das sind Dinge, die passieren, weil die in jemanden angelegt sind. Psychopathen sind sogenannte leere Personen. Leere Personen. Leere Personen sind Personen, die uns nicht gerne unberührt lassen, obwohl sie nichts haben. Man kann sagen, je leerer der Krug, desto lauter der Krach, den er macht. Auch wieder psychologisch irgendwie nachvollziehbar. Mit leeren Personen geraten wir in ein destruktives Feld, denn wir haschen ja nach Kontakt, den wir aber da ja nicht bekommen können. Weil da ist ja gar keiner, der diesen Kontakt will, versteht oder herstellen könnte oder wollte. Das heißt, wir geraten in eine sehr gefährliche Einsamkeit in der Nähe von Psychopathen. Wir teilen Leben mit Menschen, die uns etwas bedeuten, denen wir aber überhaupt nichts bedeuten, weil sie leer sind. Die sehen aus wie Menschen, agieren im Endeffekt aber wie lebendige Tote. Ich nenne sie Zombies. Ohne Rücksicht, ohne soziale Intelligenz, ohne Einfühlung, ohne Interesse. Subjekte mit solchen Emotionsschwächen und fehlender Empathie sind nicht zu tragender Verbundenheit in der Lage. Die sind überhaupt nicht zu Verbindlichkeit nicht mal in der Lage und auch gar nicht interessiert. Sie tun aber lange so, als ob, weil sie gelernt haben, wenn sie das nicht tun, kriegen sie nichts. Das tun sie aber nur so lange, wie es ihnen nützt. In dem Moment, wo die Tüte leer ist, gehen sie. Ja. Und da man weiß, dass solche Personen nicht gerne unbemerkt bleiben, kriegt man dafür langsam einen gewissen Fokus und sagt sich so, wieso macht denn der immer so einen Krach? Wieso ist denn der immer so laut? Wieso hat der immer so einen lärmenden Raum? Das stimmt doch was nicht. Bleibt da dran. Nimmt einen Schritt Abstand und bleibt da dran. Da müsst ihr euch nicht zwingend verwickeln lassen. Das kostet so viel Freude und Kraft. Jede Art einer Reaktion auf sie ist willkommen und alles, was sie tun, ist auch das erklärte Ziel, diese Reaktion zu bekommen. Das heißt, die suchen sich Mitspieler, die immer deutlich mehr Lebenskraft haben als sie selber und die deutlich emotionaler sind als sie selber. Wir sind die beliebteste Beute von Psychopathen. Der braucht ja einen potenten Wirt, der was auf dem Schanktisch hat. Seine Speisekammer ist leer. Der braucht was. So, und nur Menschen, die Emotionen haben, sind eigentlich überhaupt nur ansprechbar und sind irgendwo auch erpressbar. Nach dem Motto, Mensch, jetzt hast du nämlich eingezahlt, jetzt willst du was zurück. Ich komme gleich mit Geld wieder, jetzt warte noch ganz kurz, jetzt ganz demnächst zahle ich alles doppelt und dreifach zurück. Das kann man nur mit Menschen machen, die Emotionen haben. Das heißt, die binden sich und glauben daran, dass ihre Investition sich auszahlen wird. Aber auf der Gegenseite passiert außer Kulissenschieben, Schauspielerei wirklich überhaupt nichts. Und das sind die gefährlichsten Subjekte. Die, die nichts haben, haben auch nichts zu verlieren. Und die können richtig hoch pokern, weil wenn die was verlieren, greift der Gläubiger auf leere Tisch. Da ist ja nichts zu holen. Das Einzige, was dann passiert, ist, dass sie sagen, ja, okay. Da habe ich dich dann wohl beschissen, ne? Narzissten brauchen Menschen mit echten Emotionen, mit echter emotionaler Intelligenz, mit sozialer Intelligenz, die sich auf ihn beziehen. Und das suchen alle Energievampire. Sie manipulieren diese Emotionen der anderen, relativ perfide, manchmal auch ganz dumpf, um sich an ihnen zu bereichern. Und zwar immer in negativer Hinsicht. Und zwar tun sie das, weil eine negative Ladung in aller Regel eine höhere Potenz besitzt als eine positive. Jedenfalls für Menschen, die negative Ladungen in sich tragen, ist das so.
Das heißt, man wird ganz viel in Streitereien und Diskussionen und unangenehme Gefühle verwickelt, weil das genau die Beute ist, die sie daraus ziehen wollen. Darum wird das alles so schnell negativ. Das haben wir, werden wir noch besprechen. Künstlich geschaffene Aufregungen und insbesondere Dramen sollen seinen eminenten sozialen Mangel zudecken, seine ganzen nicht vorhandenen Qualitäten. Das läuft meistens aber nur über eine bestimmte Zeit, bis das Opfer dann irgendwann draufkommt und sagt, außer Spesen nichts gewesen. Hier ist eigentlich immer nur aufgepumptes Drama, da steckt aber gar nichts dahinter. Es dauert aber oft vergleichsweise lange, weil wir eine positive Grundannahme haben und mit Emotionen an dieses Schrotthirn gebunden sind. Der läuft unterm Radar. Der fliegt wirklich unter der Sichtung. Dann sollte man seine Socken ein bisschen scharf machen und mal gucken, mit wem man es eigentlich zu tun hat, wenn man gerade schon so komische, unbehagliche Gefühle hat. Das muss man ernst nehmen. Da ist was. Mit uns stimmt alles. Wir sind völlig okay. Da ist was los. Ja, und es gibt nichts Besseres als Wissen, um sich gegen sowas zu wappnen. Tja, jede Art einer Reaktion auf sein minderwertiges Verhalten ist wie ein Vier-Gänge-Menü an Energie. Denn es zeigt ihm, dass er Kontrolle über diese Beziehung hat und sogar über das Benehmen und die Reaktionen anderer Menschen. Das macht den richtig voll. Leere Menschen sind unvollständige, kranke und oft genug auch wirklich völlig zerstörte Persönlichkeiten, die nur unreife, destruktive, negative und schädliche Beziehungen führen können. Die haben nichts anderes drauf. Und den Preis für solche Verbindungen zahlen wir. Und dann im Gespräch mit dem Psychologen. Es ist gar nicht lustig, es ist überhaupt nicht witzig. So. Das merken wir uns, das Verhalten von Psychopathen basiert alleinig auf der eigenen Priorität und dem Versuch, die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, indem sie Energie auf sich lenken. Wir verstehen das Wort leer hier also wie eine Nicht-Existenz für zu Beziehung nötige Verhaltensweisen und Einstellungen. Das ist ein gutes Schlusswort, sagt der Psychologe. Pinocchio und damit verabschiede ich mich aus meinem Stream. Bye bye!